Ja, herzlichen Dank, Herr Felbinger, für die freundlich einführenden Worte, für die Einladung hierhin, etwas vorzustellen, was Camper-Algorithmus heißt. Ich nenne das eigentlich GMV-Leitlinie. Sie kennen die alle, die benutzen Sie jeden Tag. Das ist der gesunde Menschenverstand. Und diese Leitlinie hat mich dazu gebracht, mir zu überlegen, viele Jahre beschäftige ich mich mit dem Thema Ernährung, wie können wir Ernährung auf der Intensivstation möglichst einfach machen, weil Ernährung ist nämlich eigentlich schwierig und das werde ich Ihnen in meinem Vortrag zeigen und am Ende eben mit dem Algorithmus Ihnen hoffentlich zeigen, dass wir es doch wieder einfach machen können. Auch ich halte Vorträge und auch ich bekomme heute hier ein Vortragshonorar für diese Veranstaltung und halte auch bei anderen Firmen Vorträge zum Thema Ernährung. Wenn wir uns über Ernährung auf der Intensivstation unterhalten, dann sehen wir anhand von verschiedenen Studien, ich will gar nicht so sehr genau auf die ganzen Studien eingehen, sondern ich möchte sie nur benutzen, um sie zu meinem Algorithmus hinzuführen, dann sehen wir, dass wir international, wenn wir das untersuchen, anhand dieser Studie zum Beispiel, dass wir keine gute Adhärenz der Kliniken, der Intensivstationen zu den Leitlinien haben. Wir haben Leitlinien, aber die Einhaltung dieser Leitlinien sind nicht sehr gut. Und die Frage ist, woran liegt das? Möglicherweise ist es zu kompliziert. Ich glaube aber eher, dass es daran liegt, dass das Interesse an Ernährung noch relativ gering ist. Und wir sehen zum Beispiel hier in einer Untersuchung, dass Patienten im Schnitt auf einer Intensivstation auch am 12. Tag nur ungefähr 60% der Kalorien bekommen, die sie eigentlich nach den Leitlinien bekommen müssten. Und wir wissen aus anderen Untersuchungen, dass wenn wir Patienten mit einer hypokalorischen Versorgung über längere Zeit betreuen, dass dann die Effekte in Bezug auf die Mortalität, in Bezug auf die Infektion deutlich schlechter werden. Das heißt, es macht schon sehr viel Sinn für unsere Patienten, dass wir sie adäquat ernähren. Und dazu müssen wir in die Leitlinien schauen. Dazu müssen wir uns vor allen Dingen aber auch den Patienten angucken und schauen, was verträgt der Patient. Und das bezieht sich nicht nur jetzt auf Infektionen, sondern Sie sehen hier an diesem Dia, ohne dass ich jetzt auf diese Studie im Einzelnen eingehen möchte, dass wenn Sie die Patienten deutlich mehr als 4000 Kalorien über die Zeit zu wenig geben, dass sie dann Organsysteme haben, wie zum Beispiel die Niere. Und wir haben gerade gesehen, dass Nierenpatienten ein problematisches Kollektiv sind, dass die Niereninsuffizienz zunimmt, dass die Notwendigkeit, dass sie neu eine Dialyse beginnen müssen, dass der Patient ein Nierenversagen hat, signifikant zunimmt. Und wir wissen, dass die Letalität bei diesen Patienten steigt. Das heißt, wir haben einen Zusammenhang. Und das ist für mich auch wieder einfach ganz logisch. Wir haben einen Zusammenhang zwischen den Bausteinen unseres Lebens und des Überlebens. Das ist gesunder Menschenverstand. Ja? Und wenn wir unsere Bausteine des Lebens, unsere Nahrung auch bei Intensivpatienten nicht adäquat anpassen, ist es nicht erstaunlich, dass die Organe dann nicht so gut funktionieren. Wir haben einen Zusammenhang mit der Notwendigkeit, möglicherweise Katecholamine geben zu müssen. All das sehen wir bei unseren Patienten, wenn wir keine adäquate Ernährungstherapie machen. Aber adäquat ist eben auch nicht zu viel an Ernährung, sondern wir haben Gefahren. Und das hat der Herr Felbinger gerade schon gesagt und man kann es nicht oft genug betonen. Wir haben bei jeder Therapie und Ernährung auf einer Intensivstation, bei einem kritisch Kranken, ist eine Therapie. Das ist nicht nur die Versorgung mit Nährstoffen, sondern es gehört zur Therapie dazu, wie unsere Katecholamine, wie Antibiotikatherapie, wie Beatmung. Und bei jeder Therapie, die ich mache, habe ich selbstverständlich Gefahren. Ich habe Nebenwirkungen und die Nebenwirkungen bei der Ernährungstherapie sind eben die Überernährung. Und das ist vor allen Dingen in der Anfangsphase, wenn wir den kritischen Patienten in der ersten Akutphase haben, besteht das Risiko, dass wir eine Hyperalimentation machen. Und wenn wir ihn dann längere Zeit bei uns auf der Intensivstation haben und den Bedarf des Patienten nicht anpassen, haben wir das Risiko der Hypoalimentation. Und aus all diesen Risiken, aus all diesen Problemen, manchmal funktioniert es, Sie haben recht, manchmal funktioniert es nicht, ja, geht nicht. Aus all diesen Problemen resultiert, dass die Komplikationsrate zunimmt, dass die Liegezeit sich verlängert, dass die Mortalität steigt, dass die Kosten steigen. Und das ist genau das, was wir bei unseren Patienten eben nicht wollen. Und wenn ich mir das überlege, dann muss ich mir Gedanken machen über den Stoffwechsel des Patienten. Und das ist das, was mich seit vielen, vielen Jahren eben immer damit beschäftigt hat und was mich zum Beispiel auch in dieser Diskussion, die Herr Felbinger gerade sehr schön gezeigt hat, parenteral, enterale Ernährung, immer wieder sehr gestört hat. Es geht für mich nicht so sehr primär um die Zufuhrart, wobei ich auch klar und deutlich betone, enteral steht an erster Stelle. Da gibt es keine Diskussion.
Aber es geht zunächst mal um den Stoffwechsel des Patienten. Was macht der Körper selber, und zwar des einzelnen Patienten? Und was muss ich dazugeben, um ihm zu helfen, damit er adäquat ernährt wird? Darum geht es. Und es geht nicht so sehr darum, aus meiner Sicht, ist jetzt parenteral besser oder enteral? Das ist für mich so ein bisschen die Diskussion bei einem Hybridauto. Soll ich erst den Elektrotank füllen, erst die Batterie oder dann erst den Tank? Ich gucke auf den Tankanzeiger und gucke, wie weit ich fahren will. Und wenn im Prinzip der Strom alle ist, dann nehme ich auch die parenterale Ernährung oder ich nehme Benzin. Ja? Das heißt, ich muss mich mit dem Stressstoffwechsel des Patienten beschäftigen. Und dieser Stressstoffwechsel ist ein entscheidender Faktor, den wir bei unseren Patienten sehen. Und warum gibt es diesen Stressstoffwechsel? Weil wir aus einer Zeit einen Körper haben, der aus der Steinzeit kommt. Unser Körper weiß nicht, dass es Krankenhäuser gibt. Unser Körper weiß nicht, dass es Intensivstationen gibt, dass es Pflegekräfte gibt, die sich rührend um uns kümmern möchten. Er weiß es nicht. Unser Körper glaubt, er muss sich selber helfen. Und dieser Stressstoffwechsel, diese endogenen Veränderungen, die unser Körper produziert, insbesondere in der Akutphase, sind wichtig, weil sie eine Rolle spielen im Überleben des Patienten, weil diese Mediatoren, die freigesetzt werden, dafür sorgen, dass unser Körper auf ein Notstromaggregat, so nenne ich das immer, umschaltet, welches Energie bereitstellt, damit wichtige Organe unseres Körpers überleben, vor allen Dingen das Gehirn. Und was braucht unser Gehirn an dieser Stelle? Vor allen Dingen schnell, es ist Zucker. Und die Bereitstellung der endogenen Mediatoren zum Überleben sichert unseren Organismus. Und wenn man das nicht weiß, wenn man dann von außen zu viel zufügt, die Hyperalimentation, dann wird dieses System gestört. Das heißt, ich muss mich mit diesem System beschäftigen. Und dann weiß ich, wie viel ich zusätzlich supplementieren kann. Das heißt, wir haben ein Überleben sichern durch autonome Regulation. Der Erfolg hängt aber trotzdem von der Ausgangssituation ab. Wenn ich nämlich ein Notstromaggregat habe, was den Körper stabilisiert, und dieses Notstromaggregat ist nicht betankt, Mangelernährung, dann wird das nicht so gut laufen. Wenn es nicht gewartet ist, wenn es nicht geprimed ist, Vorbereitung auf einen chirurgischen elektiven Eingriff durch Ausgleich einer vorbestehenden Mangelernährung, wird es nicht so gut funktionieren. All das ist logisch und führt immer wieder zu der gleichen Erkenntnis, wir brauchen Ernährung. Natürlich ist die Qualität unserer Therapie wichtig. Und wir haben in unserem Körper eben ein ondulierendes System. Wenn das Trauma kommt, wir haben eine Situation, Patient hat eine stabile Phase, er hat ein effektives Immunsystem. Wir haben einen Range, einen Bereich in unserem Körper, wo wir mit einer Verletzung, mit einem Trauma problemlos fertig werden. 83% der Menschen, die hier versammelt sind, hatten heute Morgen schon eine Bakteriämie beim Zähneputzen. Keiner von ihnen hat eine Sepsis gekriegt, ich gehe mal davon aus zumindest, dass es keinen von ihnen getroffen hat. Das heißt, Bakteriämie schaffen wir problemlos bei einem Gesunden. Stellen Sie sich vor, ein schwer Immunsupprimierter wird eher darunter leiden. Dann kommt das Trauma. Das Trauma fördert dann die Mediatoren. Der Körper reagiert mit Stress, mit einer Hyperinflammation. Unser Körper läuft auf Hochtouren. Und dieses auf Hochtouren laufen heißt, jetzt werden endogene Energiespeicher bereitgestellt. Ich werde Ihnen das gleich zeigen. Und das können wir nicht verhindern, sondern wir können es nur dadurch behandeln, dass wir die Akutphase der Sepsis durch gute Analgesie, durch Sauerstoffgabe behandeln. Aber wir können es nicht komplett bremsen. Und das Problem ist, dass unser Körper aber nur eine gewisse Zeit dieses System aufrechterhalten kann. Und dann kommt genau das Gegenteil. Dann kommt nämlich die Immunparalyse. Und die kennen Sie alle von der Intensivstation. Das ist Tag 3, 4, 5. Der stabile Patient, der dann plötzlich in eine Komplikation rutscht. Anastomoseninsuffizienz, Pneumonie, was auch immer. An Tag 3, 4, 5. Die kennen Sie alle. Und das ist das Versagen der körpereigenen oder das nicht mehr Vorhandensein der körpereigenen Reserven. Und wenn wir dann nicht frühzeitig angefangen sind, ernährungstechnisch zu supplementieren, dann wird der Körper dem nichts hinzuzusetzen haben und dann wird unser Patient versterben. Und diese Phasen letztendlich muss man kennen und mit diesen Phasen muss man spielen. Leider ist die Zeit nicht ausreichend, um das so im Einzelnen zu erklären. Trotzdem möchte ich Ihnen vor allen Dingen jetzt auf die rechte Seite Ihr Augenmerk richten, muss man sich angucken, was passiert. Der Energieverbrauch bei einem kritisch kranken Patienten ist in der Regel erhöht, aber wir wissen es nicht so ganz genau. Wir könnten es mit der indirekten Kalorimetrie messen, aber Herr Fellinger hat gerade schon gesagt, wir machen es alle nicht. Ich kann es auch nicht, ich habe es auch nicht. Wir gehen aber davon aus, der Energieverbrauch ist erhöht. Es heißt aber nicht,
wenn der Energieverbrauch erhöht ist, dass wir auch exogen vermehrt zuführen können. Sondern wir dürfen immer nur eine gewisse Lücke füllen. Und wie man die füllt, das werde ich Ihnen eben zeigen. Der primäre Energielieferant ist, das steht da so locker, gemischt. Was heißt das? Der Körper nimmt sich das, was er bekommen kann. Und was hat er an Reserven? Er hat als erstes mal einen Glykogenspeicher in der Leber. An die Muskulatur kommt er nicht ran, sie ist nicht so schnell aktivierbar. Er hat einen Glykogenspeicher in der Leber. Wir gehen jetzt mal davon aus, der liegt irgendwo beim nicht schwer mangelernährten Patienten bei 250 Gramm Glucose. Das sind 1000 Kalorien. An die kann der Körper gehen, diese 1000 Kalorien haben wir schon. Dann ist unser Körper noch clever. Er sagt, ich brauche trotz erhöhtem Insulin, ich brauche meine Zucker nicht in der Muskulatur, weil die Muskulatur ist nicht überlebensnotwendig. Das ist die gedankliche Voraussetzung fürs Überleben, ist eben nicht Bewegung, sondern zunächst mal ruhig liegen bleiben. Wir haben eine periphere Insulinresistenz, das heißt, die Muskulatur wird nicht so gut mit Energie versorgt. Das ist der Grund, warum wir uns schlapp fühlen, wenn wir krank sind. Wir wollen aber Patienten, die mobilisiert werden, die früh selber atmen. Das heißt, wir wollen dieses System unterbrechen, so schnell wie möglich. Aber entscheidend ist, dass der Organismus dafür sorgt, dass genügend Insulin da ist und ein erhöhter Blutzuckerspiegel zunächst mal da ist, damit das Gehirn, die lebenswichtigen Organe mit Zucker versorgt werden. Das ist der Mechanismus, den unser Körper aufrechterhält. Dann haben wir die Gegenregulationshormone, die Mediatoren, Gegenregulationshormone, die Stresshormone, die dafür sorgen, dass dieses System auch funktioniert. Das kennen Sie alles. Sie wissen, dass die Patienten ein erhöhtes totales Körperwasser haben. Sie alle kennen die Michelin-Männchen, diese aufgedunsenen Patienten. Ein Mechanismus, der am Anfang in der Frühphase gut ist, weil durch die Endothel-Weitstellung möglicherweise auch Makrophagen ins Gewebe gehen können und damit die Abwehr schneller funktionieren kann. Aber auf Dauer ist das natürlich ein Problem. Wir haben Diffusionsprobleme an der Lunge, wir haben Ödeme, aber wir haben dieses Problem auch am Darm. Denn wir haben Darmwandödeme, die dann wieder die enterale Ernährung nur eingeschränkt möglich lassen. Und wir sehen eben, dass alle Nährstoffe im Körper vermehrt freigesetzt werden. Das heißt, der Körper nimmt sich, was er bekommen kann. Und wenn der Zucker verbraucht ist, dann geht er eben auch an seine Aminosäuren. Und wir haben nun mal eben keine Aminosäuren-Depots, sondern wir haben Aminosäuren eingebaut. Und wenn Proteine abgebaut werden, kommen sie aus der Muskulatur. Und dann werden sie, die glykoplastischen Aminosäuren, neben zu Glucose umgebaut, damit Energie bereitgestellt werden kann. Also wir haben einen Mechanismus, wir haben einmal ein Reservoir in der Leber, das sind roundabout 1000 Kalorien für die ersten 24 Stunden, die der Körper schon mal zur Verfügung hat. Dann haben wir aber einen weiteren Mechanismus. Wir haben in unserer Leber im nüchternen Zustand eine endogene hepatische Glukoseproduktion. Das ist das Auffüllen wieder der Speicher, zum Beispiel aus Aminosäuren. Diese endogene hepatische Glukoseproduktion beträgt 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also ungefähr 200 Gramm am Tag. Im Stressstoffwechsel kann diese endogene hepatische Glukoseproduktion gesteigert werden bis auf den Faktor 2, um den Faktor 2,5, also bis 500 Gramm. Das Problem ist, dass wir mit einer exogenen Zufuhr von Energie nur beim Gesunden diese endogene hepatische Glukosezufuhr deutlich runterbremsen können, bis auf 20, 50 Gramm. Beim Kranken können wir sie aber, beim kritisch Kranken, nur runterbremsen auf diesen Wert von 200 Gramm. Das haben schon sehr frühe Arbeiten gezeigt. Das heißt, diese endogene hepatische Glukoseproduktion läuft auf jeden Fall ab mit einem circa Wert, man weiß es ja nicht so ganz genau, von 200 Gramm. Glukose mal 4 Kilokalorien sind 800 Gramm, 800 Kilokalorien. So, und jetzt sehen Sie, innerhalb der ersten 24 Stunden, kalkulatorisch, wird bei einem funktionierenden System unser Körper ungefähr 1800 Kilokalorien zur Verfügung haben, mit denen er arbeitet. Und da sehen Sie schon, warum es Sinn macht, einen Patienten in der Frühphase nicht mit hohen Kalorien zu versorgen, weil der Körper eben selber etwas macht. Und das können Sie nur auf ein begrenztes Maß runterbremsen. Und wenn die Reserven dann erschöpft sind, wenn das System nicht mehr mit Mediatoren überschüttet wird, wird diese endogene Bereitstellung immer weniger. Und dann können wir mit unserer Energie langsam nach oben schreiten. Die Frage ist, wie kann ich das messen? Und für mich ist das im Prinzip relativ einfach. Der Blutzucker zeigt mir, wie viel Stress unser Patient hat. Und wenn Sie mal sich überlegen, wie Sie Ihre Patienten betreuen, dann sehen Sie an vielen Stellen sehr häufig, wenn ein Patient Stress bekommt, wenn er eine Pneumonie bekommt, eine Anastomoseninsuffizienz, der Zucker springt sehr früh hoch.
Und Sie erkennen sehr früh, hier ist ein gravierendes Problem. Das heißt, unser Zuckerwert, der Blutzucker, den wir messen können, ist ein sehr schöner Kontrollparameter zu erkennen, in welcher Stresssituation ist unser Patient. Und mit diesem Parameter steuere ich in dem Algorithmus meine Ernährung. Hinzu kommt noch, dass wir auf vielen Intensivstationen das Problem haben, dass wir Ernährung immer in eine Richtung steigern. Wir fangen an mit 500 Kalorien, dann nehmen wir 1000, 1500, 2000 Kalorien und dann sind wir fertig mit unserem Ernährungsregime. Das Problem ist aber, dass wenn ich am 4., 5., 6. Tag wieder eine Sepsis, wieder eine Komplikation habe, bekommt der Patient wieder eine akute Stresssituation. Die endogene Antwort läuft wieder auf Hochtouren, erkennbar am gesteigerten Blutzucker. Und dann muss ich meine Energie zurückfahren, weil der Stoffwechsel und der Körper des Patienten es nicht verträgt. Das heißt, Ernährung auf einer Intensivstation geht in mehrere Richtungen. Auch eine aufgebaute Ernährung muss möglicherweise wieder zurückgefahren werden. Und der Marker ist für mich der Blutzucker. Das heißt, die Physiologie als unser Polarstern, von dem wir im Prinzip sehen können, das ist das, was uns hilft, den Patienten zu ernähren, müssen wir berücksichtigen. Herr Felbinger, ich gehe das nochmal einmal, mache das einmal groß. Herr Felbinger hatte das gerade schon gesagt. Indirekte Kalorimetrie ist eine mögliche Hilfsmittel. Eine andere Möglichkeit wären Formeln. Und Sie sehen das, was wir hier gerade schon gesehen haben, diese 25 Kilokalorien aus den alten Leitlinien. Ich habe Ihnen jetzt nicht die neuen Leitlinien genommen, aber Sie haben es gerade bei Herrn Felbinger schon gesehen, sind Anhaltszahlen. Aber sie sind im Prinzip eine Kalkulationsgrundlage, wo wir hinwollen. Es ist aber niemals so, dass Sie diese 25 oder die 20 Kilokalorien nehmen können und in diesen Patienten einfach reinschütten. Sondern Sie müssen sich angucken, was der Patient verträgt. Und das ist das Entscheidende. Das haben wir gerade schon gesehen, deswegen kann ich das im Endeffekt sehr schnell machen. Natürlich sollte man bei Patienten auf der Intensivstation Blutzuckerkonzentrationen messen, das ist klar. 3 bis 4 Mal täglich, bei einem kritisch kranken Patienten viel häufiger, ganz sicher, gerade in der Anfangsphase viel häufiger bei den Patienten. Und das haben Sie gerade auch schon gesehen beim Intensivpatienten, diese 140 bis 200. Ich werde Ihnen nachher zeigen, welche Grenzwerte ich habe, aber darüber kann man diskutieren. Herr Felbinger würde mit seinem Algorithmus etwas niedriger liegen als ich, aber da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Wichtig ist zusätzlich, dass Sie darauf kaprizieren, dass Ihr Blutzucker nicht so sehr schwankt, dass Sie keine großen Abweichungen haben. Und dabei ist es zum Beispiel wichtig zu wissen, dass wenn Sie eine Ernährungspumpe abstellen, weil Sie mit einem Patienten ins CT fahren und gleichzeitig die Insulinpumpe abstellen, weil Sie sie ja nicht brauchen auf der Fahrt zum CT, wissen müssen, dass das Insulin 30 Minuten länger wirkt als die abgestellte Ernährung. Das heißt, Sie fahren mit dem Patienten zum CT, zum MRT, wohin auch immer. In der Zeit misst kein Mensch Blutzucker. Der Patient kommt wieder hoch, es wird alles angeschlossen, dann dauert das eine gewisse Zeit und dann kommt Ihr erster Blutzucker, da läuft aber die Ernährung schon wieder. Das heißt, die kritischste und gefährlichste Phase, die möglicherweise während des Transportes ist, ist ohne Monitoring und deswegen sollten Sie das Insulin früher ausstellen als die Ernährung. Das ist etwas, wo man immer wieder dran denken muss, damit Sie diese Blutzuckerschwankungen vermeiden können. Das haben Sie schon gesehen, Triglyceride möchte ich nicht drauf eingehen. Und wir wissen auch, dass ein erhöhter Eiweißgabe von 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilo am Körpergewicht für unsere Patienten extrem wichtig ist. Und all diese Erkenntnisse können wir mit Studien belegen. Wir können sie aber auch mit Beschreibungen belegen. Und ich will jetzt auch hier wieder nicht auf die einzelnen Studien eingehen, weil ich Ihnen den Algorithmus gleich auch nochmal vorstellen möchte. Aber Sie sehen hier in den letzten Jahren, Arbeiten, die sagen, was ist die Wahrheit, wobei man immer fragen muss, was ist Wahrheit über Ernährung auf der Intensivstation. Und Sie sehen, eine Wahrheit ist im Prinzip, wenn immer es geht, enterale Ernährung zu präferieren. Das steht im Moment, muss man ganz klar sagen, fest. Davon brauchen wir im Moment nicht abweichen. Wenn immer möglich, sollten wir eine enterale Ernährung auf jeden Fall, auch wenn es nur minimal ist, durchführen. Das ist das Ziel, auf jeden Fall. Eine Überernährung zu vermeiden ist wichtig. Und auch hier steht nochmal, dass diese ganzen Formeln, die wir benutzen, eher nicht adäquat sind, sondern dass die Physiologie das ist, was wir berücksichtigen müssen. Hier steht noch Selen zu geben. Das müssen wir jetzt durchstreichen. Ja, also haben wir gelernt, das ist jetzt schon weg. Hier steht auch die Frage Monitoring gastrales Residualvolumen. Auch das haben Sie gerade schon gehört. Ich auf meiner Intensivstation mache kein gastrales Residualvolumenbestimmung, auch nicht routinemäßig bei chirurgischen Patienten.
im Sinne von ablaufen lassen. Das, was ich mache, ist bei kritisch kranken Patienten, wo ich vermute, dass der Patient einen erhöhten Reflux- oder Regurgitationsrisiko hat, dass ich eine Oberbauchsonographie mache und mir das Magenvolumen angucke und damit auch zum Beispiel steuere, ob ein Erythromycin-Bolus überhaupt etwas bringt. Denn das ist ja die Frage. Wenn ich Erythromycin gebe, möchte ich natürlich eigentlich nach einer Stunde wissen, hat das überhaupt was gebracht? Wenn ich das mache, kann ich das geben. Ich sehe vorher, Magen ist voll, ich gebe das Erythromycin und danach sehe ich, der Magen ist klein. Es hat funktioniert. Denn was nützt mir das Erythromycin über 3 Tage, wenn es überhaupt gar nicht wirkt? Und das kann ich mit einer Oberbauchsonographie bei vielen Patienten, es geht nicht immer, bei vielen Patienten monitoren. Und das, was ich auch mache, als praktischer Hinweis, in den Leitlinien wird stehen keine Blaufärbung von, das kann ich Ihnen auch sagen, in den Leitlinien wird stehen keine Blaufärbung von Ernährung. Das ist aber in Bezug auf die Studien, die sagen, nicht mit Methylenblau. Ich färbe nicht, wir färben nicht mit Methylenblau, sondern wir färben mit ganz normaler Lebensmittelfarbe. Bei Risikopatienten, neurologische Patienten, Parkinson-Patienten, Apoplex-Patienten, akute Pankreatitis, aber eben auch im chirurgischen Bereich. Weil wir dann sehr früh Probleme sehen, wenn Sie nämlich aus der Drainage plötzlich sehen, dass eine Färbung ist, langsam ankommt, die blau ist, wissen Sie, Sie können den Chirurgen anrufen, da ist eine Anastomoseninsuffizienz. Sie sehen es relativ früh. Sie sehen es aber noch viel früher am Blutzucker. Und all diese Arbeiten, die es gibt, Mythen und Misskonzepte in der Ernährung, sehen Sie, sind in den letzten Jahren beschrieben worden und haben letztendlich immer wieder das Gleiche gesagt. Ja? Aber auch das, was Herr Fellbinger gerade schon gesagt hat, parenterale Ernährung ist kein Teufelszeug. Überhaupt nicht. Parenterale Ernährung ist sehr gut, wenn enterale Ernährung nicht oder nicht ausreichend geht. Und auch das ist für mich wieder gesunder Menschenverstand. Es kann ja nicht sein, dass die Zufuhr von Substraten, wenn sie denn adäquat gesteuert ist, für unseren Patienten schlecht ist, nur weil sie auf dem intravenösen Weg kommt. Das kann eigentlich nicht sein. Es muss an der Technik und an der Menge gelegen haben und die alten Daten, die parenterale Ernährung komplett aus dem System rausgeschmissen haben, waren einfach Daten, wo wir unsere Patienten ernährt haben mit 4.000, 6.000 Kalorien. Ja, ich beschäftige mich seit 1986 mit Ernährung. Damals habe ich auf der Intensivstation, auf der ich gearbeitet habe, im Schnitt parenteral ernährt unsere Patienten zwischen 4.000 und 6.000 Kilokalorien gegeben und der Blutzucker lag im Schnitt bei 500 bis 800. Und der Patient hat kein Insulin bekommen. Der Pathologe hat immer eine Fettleber gefunden. Immer. Also das war das Mindeste, was er geschafft hat. Ja? Und in einer Stellungnahme auch nochmal in einem pragmatischen Approach zur Ernährung, wo Herr Fellbinger auch daran beteiligt war, auch das ja, vor einem Jahr veröffentlicht. Sie sehen, früher Beginn der enteralen Ernährung, steigern so schnell wie möglich. Und so schnell wie möglich bezieht sich jetzt wieder auf 2 Punkte. So schnell wie möglich heißt metabolisch möglich, verträglich möglich. Wenn metabolisch nicht möglich, Steigerung, macht auch Parenteralgabe keinen Sinn, muss man ganz klar sagen. Wenn gastrointestinal von der Verträglichkeit nicht möglich, metabolisch aber Steigerung sinnvoll, parenterale Ernährung. Das ergänzend, das ist für mich eigentlich relativ logisch. Früh mit 1,5 Gramm pro Kilo am Körpergewicht Aminosäuren zufügen, was für mich heißt, sehr früh gegebenenfalls auch parenteral supplementiert Aminosäuren zu geben. Parenteral ergänzen, wenn nicht ausreichend. Und Sie sehen hier bei Herrn Fellbinger und der Arbeitsgruppe eben diese 150 Milligramm pro Deziliter. Diese 180, diese 200 hat etwas mit metabolischem Overload des Körpers zu tun, hat was mit Nierenschwellen zu tun, wenn man diesen Wert von 180 nimmt. In meinem Algorithmus, den ich jetzt als nächstes einblende, werden Sie diese 180 finden. Ich habe aber überhaupt kein Problem, wenn mir jemand sagt, ich nehme aber 150. Das ist im Prinzip auch kein Problem. Entscheidend ist, dass Sie das als metabolischen Steuerungsmechanismus geben. Und jetzt möchte ich Ihnen diesen Algorithmus vorstellen, so wie ich ihn eigentlich gedanklich auf meiner Intensivstation seit 15 Jahren eigentlich immer gefahren habe. Ich habe ihn aber nie verschriftlicht, sondern wir haben ihn im Prinzip eigentlich mehr oder weniger gelebt und ich habe ihn 2013 mal in Schriftform gebracht. Ich hoffe, Sie können das hinten lesen. Ich kann es hier an dem Monitor selber noch nicht mal mehr lesen. Start der Ernährung innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme. Das ist das, was Sie vorhin schon gehört haben. So schnell wie möglich beginnen. Bei uns auf der Intensivstation heißt das eigentlich, Patient kommt, wird versorgt, kriegt eine Magensonde. Und die Pflegekräfte hängen die Ernährung eigentlich schon, eine eiweißreiche Ernährung, eigentlich schon von alleine innerhalb der nächsten 2 bis 4 Stunden an. Das geht. Aber eben mit 10 Milliliter.
in einem ganz geringen Maße, außer es gibt Kontraindikationen. Kontraindikation für eine Ernährung insgesamt, wenn ich also im Prinzip einen Patienten habe, der eine massive Sauerstoffproblematik hat, der ein erhöhtes Laktat hat, dann macht es keinen Sinn aus meiner Sicht, diesen Patienten in der Planung vollständig zu ernähren. Weil das wird er von seiner Stoffwechselaktivität nicht vertragen. Ich muss zunächst mal eine Intensivtherapie machen. Ich muss Flüssigkeit geben in der Sepsis, ich muss die Sauerstoffversorgung verbessern. All das muss ich machen. Das heißt, wenn ich diese Situation habe, ja, und ich habe keine Kontraindikation für eine enterale Substratzufuhr, nicht Ernährung, enterale Substratzufuhr, würde ich den Patienten auf meiner Station 10 Milliliter geben, einer enteralen Ernährungslösung, und die wird nicht gesteigert, bis ich diese Parameter verbessert habe. Habe ich das nicht, habe ich keinen Schockzustand, dann setze ich mir Zielparameter, dann sage ich, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Und das ist das, was Sie vorhin bei Herrn Felbinger gefunden haben. Ich möchte in der Akutphase 20 bis 25 Kilokalorien pro Kilo am Körpergewicht haben. Ich arbeite als Zielgröße mit 2,5 bis 3,5 Gramm Kohlenhydrate. Ich strebe an 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilo am Körpergewicht und 1 bis 1,5 Gramm Fett. Bei Patienten mit Adipositas, wir haben ja so die gleiche Gewichtsklasse, also wir bereiten uns alle auf die Intensivtherapie vor. Also über 30 würden wir den oberen wünschenswerten BMI nehmen, das kann man berechnen. Wir nehmen den oberen wünschenswerten BMI 29 und mit dem berechnen wir dann die Kalorien, also diese 20 bis 25, als Zielgröße. Dann gehe ich weiter und gucke, gibt es irgendeine Kontraindikation für eine enterale Ernährung? Da haben wir im Prinzip dann eben unsere Vorgaben. Sie sehen mechanischer Ileus, gastrointestinale Blutung, Kurzdarm weniger als 1 cm in der Akutphase. Intraabdominelle nicht drainierte Fisteln, akutes Abdomen, intestinale Ischämie oder Perforation, nicht invasive Beatmung in der Akutphase bei Vigilanzstörungen. Also wenn ein Patient Vigilanzstörungen hat, dann würden wir das auch nicht machen. Wenn das nicht vorhanden ist, dann kann ich wieder entscheiden, also wenn vorhanden oder nicht vorhanden, davon hängt es ab. Wenn vorhanden, beginne ich eine parenterale Ernährung unter bestimmten Voraussetzungen, die ich Ihnen gleich zeige. Wenn das keine Kontraindikationen da sind, eine enterale Ernährung. Und die metabolische Kontrolle, die ich mache, die wir machen, bezieht sich sowohl auf die parenterale wie auf die enterale Ernährung Therapie und sie dient der Vermeidung einer Hypo- und Hyperalimentation. Was wir machen, sind die Blutzuckerkontrollen in der Akutphase alle 3 bis 4 Stunden oder bei Änderung der Insulintherapie, sowie täglich, zweimal wöchentlich, am Anfang täglich, aber auch in der Stabilisierung, wie Herr Felbinger schon sagte, zweimal in der Woche die Triglyceride mit dem gleichen Grenzwert. Wenn der Blutzucker weniger als 170 Milligramm pro Deziliter ist oder diese 9,5 Millimol und weniger als 5 Einheiten Insulin laufen als Ausdruck der therapeutischen Hyperglykämie, die der endogenen Bereitstellung entspricht, dann beginne ich meine Ernährungstherapie bevorzugt auf dem enteralen Weg. Sie haben das im Prinzip jetzt nochmal da oben stehen. Moment. Enterale oder parenterale Ernährung, das ist mir im Endeffekt egal. Ich habe es vorhin Herrn Felbinger schon erzählt, ich habe gestern einen Patienten aufgenommen auf der Intensivstation mit einem 10 Tage bestehenden Magenperforation, der die gesamte Nahrung der letzten 10 Tage im Bauchraum hatte, der eine schwere Sepsis hat, Katecholamin, 130 Kilo Patient, Katecholamintherapie auf 4 Milligramm laufen, schwer krank, enteraler Weg nicht möglich. Da der Blutzucker bei diesem insulinpflichtigen Diabetiker bei 120 war und kein Insulin lief, habe ich angefangen mit einer parenteralen Ernährung. Weil dieser Patient mir signalisiert hat, dass er in den 10 Tagen schon so viel endogene Energie verbraucht hat, dass er leergelaufen war. Das ist ein mangelernährter Patient und bei dem bin ich mit einer parenteralen Ernährung angefangen, weil der enterale Weg nicht möglich war. Ja? Und das sind im Prinzip die Parameter. Ich beginne mit 10 bis 20 Milliliter kontinuierlich über 24 Stunden. Ich mache keine nächtlichen Pausen, weil ich auch keine Residualvolumenbestimmung mache, läuft die Ernährung durch. Keine nächtlichen Pausen, weil ich auch keinen Sinn sehe. Die Physiologie, die immer wieder angeschuldet wird, wir essen ja nachts auch nicht. Okay, wenn der Patient nachts nicht krank ist, dann ist okay, dann würde ich ihm nachts auch eine Pause machen, aber das tut er leider nicht. Und das andere Argument, Absenken des Magen-PHs zur mikrobiologischen Verbesserung. Welcher Patient hier im Saal, welche Patienten bekommen kein Pantozol? Alle. Ja, was sollen wir mit dem Magen-PH machen? Und ich beginne in einer analogen Menge über 24 Stunden auch mit einer parenteralen Ernährung. Wenn der Blutzucker unter 180 ist
und weniger als 5 Einheiten Insulin beim Nicht-Diabetiker laufen, dann steigere ich die Ernährung um 20 Milliliter alle 6 bis 8 Stunden und nicht täglich, sondern im Laufe des Tages. Ist der Blutzucker 180 und es laufen 5 Einheiten Insulin, dann halte ich die Zufuhr bei, gebe aber gegebenenfalls IV-Aminosäuren, um schnell auf diese gewünschte 1,2 bis 1,5 Gramm Aminosäuren zu gehen. Ist der Blutzucker über 180 oder es laufen mehr als 5 Einheiten Insulin, dann reduziere ich die Zufuhr um 10 bis 20 Milliliter, bleibe aber mit dem Eiweiß hoch, indem ich gegebenenfalls parenteral Eiweiß substituiere. Und das mache ich im Prinzip unter diesen Vorgaben in der Akutphase, bis ich diese Ziele, die ich mir gesteckt habe, 20 bis 25 Kilokalorien pro Kilo im Körpergewicht erreiche. Und in der Stabilisierungsphase, wenn der Patient sich stabilisiert hat, dann sehen Sie selber, und das wissen Sie auch alle, weniger Insulinbedarf, Zucker geht automatisch runter, Patient verträgt mehr, dann ist meine Zielgröße 30 bis 35 Kilokalorien pro Kilo im Körpergewicht. Ja? Und bei unzureichender enteraler Zufuhr, gemessen mit den oben genannten Parametern, gegebenenfalls Residualvolumen, Oberbauchsonographie oder was auch immer, Gastroparese, Versuch einer Jejunalsonde, parenterale Ergänzung oder vollständige parenterale Ernährung. Das ist der gesamte Algorithmus. Und ich glaube, dass dieser Algorithmus relativ einfach ist. Er berücksichtigt natürlich jetzt nicht die Diskussion mit Glutamin, mit Omega-3, mit all diesen ganzen Sachen. Aber auch das habe ich vorhin schon mit Herrn Felbinger gesprochen. Wenn wir in Deutschland erstmal so weit sind, dass wir alle Patienten intensivmedizinisch vernünftig ernähren mit einer vernünftigen Ernährungstherapie, dann sollten wir uns Gedanken machen, an welchen Stellen wir Glutamin oder Omega-3 geben. Aber zunächst mal müssen wir sicherstellen, dass die Patienten adäquat ernährt sind. Ein Hinweis oder zwei Hinweise bitte noch. Der Tagesbedarf an Vitaminen, Fett und Wasserlöslich sowie Spurenelemente werden enteral nur dann gedeckt, wenn Sie 1500 Kilokalorien an enteral geben. Wenn Sie mangelernährte Patienten haben, bis dahin bitte substituieren und bei Nierenpatienten dann noch höher. Und wir brauchen vielleicht Substratanpassung bei Organinsuffizienzen. Das hatten wir gerade auch schon gehört. Und damit bin ich mit meinem Vortrag auch fertig. Und ich ende meine Vorträge über Ernährung immer mit dem Zitat aus dem englisch-medizinischen Kochbuch von 1390, in dem schon stand, explizite Coquina quaest optima medicina, was so viel heißt wie Ernährung ist die beste Medizin. Herzlichen Dank.